Santa Ponsa ist unsere letzte Bucht auf Mallorca und dieser Platz hier ist unser Ausgangspunkt für die Überfahrt nach Ibiza. Und hier gibt es echt aufregende Dinge zu beobachten. Als Urlaubsort ist Santa Ponsa Anlaufpunkt unzähliger Touristen. Die Bucht bietet einige gute Ankerplätze. Allerdings sollte man immer einen kritischen Blick auf die Beschreibung einer Bucht werfen, bevor man dort allzu flott hineinfährt. Dieses Schiff hat den Blick ausgelassen und prompt ist es auf die Untiefe aufgefahren, die es hier gibt. Von selber kann sich die Crew nicht befreien. Einige Helfer unterstützen. Am Fall wird gezogen, die Crew verlagert das Gewicht auf eine Seite und von der anderen schieben zwei Dinghy das Schiff von der Untiefe hinunter. Noch weitere drei Schiffe wären ganz knapp aufgefahren, konnten aber rechtzeitig gewarnt werden. Wir sind jetzt in der Bucht vor Santa Ponsa, wollen eigentlich nach Ibiza weiterreisen, aber momentan schaut die Lage nicht so ideal aus. Was ihr da jetzt seht, ist unser Wetterprogramm. Hier laufen gerade die aktuellen Clipfiles, das sind also Wetterdaten, die für uns auf diesem Programm jetzt grafisch dargestellt werden. Und die zwei Wettersysteme, die man sieht sehr schön, von oben kommt wieder ein Mistral herunter aus dem Nordwesten, der hier dann auf Nordosten dreht. Da ist Mallorca, da ist Ibiza. Und von unten, das sieht man jetzt nicht ganz, von Gibraltar kommt ein Westwind herein, man sieht es aber hier sehr schön, der strömt hier herauf. Und man sieht schon am Dienstag, das ist das Datum da oben, entsteht sozusagen hier ein Wirbel rund um die Insel Ibiza, das heißt, es kommt auf der einen Seite ein Wind und damit Wellen auch von der Nordwestseite auf die Insel zu und gleichzeitig drücken dann auch noch Wellen hier herein und auch Wind herein auf die Ostseite. Das heißt, wir haben uns, weil die Situation dann sozusagen über zwei Tage lang drehend um Ibiza ist, entschlossen, dass wir noch hier oben, wo diese kleine Nadel ist, in Mallorca bleiben und zwar genauso lang, bis dieser Wirbel vorbei ist, weil es ist unter den Bedingungen recht schwierig, vor allem in der Hochsaison in Ibiza, eine sichere Bucht zu finden. Und entwickeln wird sich das Wetter dann so, das heißt, der Nordwestwind setzt sich dann komplett durch, so wie man das hier sieht, und dominiert dann. Und wenn man jetzt weiter schaut, sieht man, er zieht sich dann langsam zurück auf die französische Küste. Da oben hat er jetzt bis zu 50 Knoten Wind, das ist schon recht viel. Und schwächt sich aber bei uns langsam ab hier herunten. Und am Mittwoch sieht man schon, wird es hier ruhiger und vor allem auch stabiler. Und wir werden dann entweder Mittwoch oder Donnerstag, je nachdem, wie sich das Wetter dann im Detail entwickelt, man sieht, das sind schöne Winde, mit denen wir segeln können, werden wir von Mallorca, also von hier, nach Ibiza segeln. Nachdem wir jetzt hier in Santa Ponsa noch einige Tage festhängen aufgrund der gegenläufigen Nord- und Südwinde, werden wir uns jetzt mal die andere Seite der Bucht anschauen, dort wo die Marina ist. Diese Marina ist klein, aber fein. Und innen sehen wir, dass sie eine Gabelung hat. Wirklich ein schöner Platz für ein Boot. Leider keinerlei Möglichkeit, unser Dinghy anzulegen, um auf einen Kaffee zu gehen. Also geht es wieder zurück zum Schiff. Zum Überbrücken der Wartezeit findet sich wie immer was zu tun. Das Dinghy gehört gereinigt und die Bergeleine. Das ist unsere Halterung. Die wird jetzt auf das mit dem Adapter auf unsere Wand montiert. Das sehen wir dann gleich. Und daraus ergibt sich eine Schlaufe, in die wird dann unsere Bergeleine für Mann über Bord montiert. So. Das heißt.
bei Mann-über-Bord-Manöver. Wenn die Person wieder hier beim Schiff ist, dann können wir hier öffnen und über diese Leine, die wird dann im Brustgeschirr bei der Person, die im Wasser ist, eingehängt. Und diese Leine kommt dann hier rüber, kann dann über die elektrische Winch gelegt werden und so genau, so können wir die Person hochhieven und da rein. Jetzt montieren wir noch eine Lade, die kommt in unsere Wachskiste und da können wir dann Winchkurbeln reinlegen bzw. auch noch so klein Material wie dieses hier. Wieder ein Stück weniger aus unserer Vorschiffskabine, wo so die diversen Projekte noch liegen. Das sind unsere Looprings für den Chenaker, wenn wir über den Bug fahren wollen. Das sind Scheuerschutz für unsere Leinen und das ist eine Unterstützung zum Aufheben von Mooringleinen. Und endlich ist es soweit. Es geht Richtung Südwesten nach Ibiza. Aber zunächst noch Schiff vorbereiten. Warum die Fender an einem Ankerplatz? Nun, weil es zeitweise extrem crowded war in der Bucht. Wir sind optimistisch und bereiten uns auf Segeln vor. Anker auf und los geht's. Und das Segel geht es los. Allerdings ist zu wenig Wind. Und es bleibt beim Stützsegel. Wieder unruhig. Der Baum muss mit dem Bullenstande fixiert werden. Wir Motoren. Nach 8 Stunden Fahrt erkennt man die Baleareninsel am Horizont. Wir kommen im Norden von Ibiza an. Jetzt heißt es, einen Ankerplatz zu finden. Wir probieren es zunächst in der Cala Portinaz. Sie ist zu klein. Gott sei Dank, wie sich dann herausstellt. Denn somit fahren wir weiter und kommen in der Cala Biniras unter. Hinter uns das Kap Bernard, das als Finger Gottes bezeichnet wird. Groß ist sie nicht, diese Bucht, aber wir finden einen guten Platz und bleiben 2 Nächte. Am ersten Abend hören wir plötzlich lautes Trommeln. Es gibt sie also wirklich, die Trommler der Cala Biniras. Das wollen wir euch im nächsten Film auf jeden Fall genauer zeigen. Wirklich sehenswert.
Empfehlt unseren Kanal weiter und schreibt uns gerne einen Kommentar.